Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen auf diesem neuen Video. Ja, ich habe das wohl irgendwie verpennt, die ganze Story drumherum. Ja, Capital Bra, NG, Nummer League, bla bla blub. Was war da los, Freunde? Ein Zuhörer, ein Supporter von mir hat mich darüber informiert, dass da wohl irgendwie ein Leak gewesen ist, ja. Irgendwie wurde die Nummer von NG, dem neuen Signing bei Capital Bra, ja, die Nummer von dem wurde wohl irgendwie ins Internet gestellt, via einem Instagram-Post. Ja, ich habe natürlich hier ein Video dazu. Das Lustige an dem Ganzen ist, Capital Bra hat am Ende natürlich auch sein Fett abbekommen und seine Nummer wurde auch geleakt. Sprich, am Ende hatten die beide wirklich Anrufe des Grauens, würde ich mal so sagen, ja. Bevor jetzt der ein oder andere Strolch unter euch jetzt mir sagen würde oder mir schreibt, ey, yo, die haben ihre Nummern selber geleakt, das wollte ich natürlich hinzufügen. Die beiden Rapper haben ihre Nummern selber geleakt. Bruder, herzlichen Glückwunsch, Bruder. Bruder, Platz 5 oder was? Bruder, was geht da? Bruder, Musik übernimmt oder was? Bruder, was hast du getan? Mich rufen die ganze Zeit irgendwelche Nummern. Hey. Aber weißt du was? Rache ist süß, Bruder. Oha, warum hältst du dich auf? Guck mal, was ich jetzt mache, Bruder. Ah! Dankeschön, Bruder. Vielen, vielen Dank. Das war mein Privathandy, weißt du, wa? Warte, guck mal, der ruft mich unterdrückt dann, ehrlich. Als ob ich seine Nummer haben will. Aber warte ab, Bruder. Ich hab doch nicht mit Absicht gemacht, Bruder, Mann. Wir haben uns einfach rasiert gegenseitig. Bitteschön. Angie, Bruder, sorry, Mann. Ich hab wirklich deine Nummer nicht mit Absicht gepostet, Bruder. Aber ich hab direkt als Entschuldigung dir ein neues Handy gekauft. Das ist mal ein bisschen kleiner jetzt als deins. Aber nächstes Mal sieht man auf jeden Fall die Nummer nicht, wenn mich schon. Vielen lieben Dank, dass du bis hierhin jetzt dieses Video reingeschaut hast. Ja, ich danke den Supporter natürlich, der mir diese Info hat zukommen lassen, ja. Und ich wünsche euch weiterhin eine sehr schöne, erholsame Nacht oder Tag oder je nachdem, was immer ihr auch macht. Ich danke euch. Peace and out.